Hi Leute, ich wurde gebeten, nochmal die Grundeinstellung vom Vergaser zu erklären. Und zwar an einem laufenden Motor. Das ist kein Problem, das mache ich jetzt. Wichtig ist, der Motor muss zuvor warm gefahren sein. Also fahrt erstmal ein paar Meter damit, bevor ihr es einstellt. Beim kalten Motor einstellen bringt nichts. Jetzt ist der Motor schon mal warm. So, jetzt seht ihr hier die Standgasschraube und hier die CO-Schraube. Und jetzt drehen wir die CO-Schraube so lange rein, bis der Motor ausgeht. Jetzt läuft er schon schlechter. Und jetzt ist er aus. Und jetzt drehen wir die Schraube wieder 1,5 Umdrehungen raus. So, das sind 1,5. Und dann lasse ich ihn mal wieder an. Okay. Das ist die sogenannte Grundeinstellung. Wenn es jetzt Winter ist, dann dreht ihr die Schraube einfach nochmal eine halbe Umdrehung weiter raus. Das heißt, er läuft noch etwas fetter, da die Luft kälter ist und er mehr Luft in den Brennraum bekommt. Weil kalte Luft lässt sich leichter verdichten. Ist es jetzt Sommer, bleibt ihr einfach bei diesen 1,5 Umdrehungen. Das ist laut Lehrbuch der gewünschte Einstellwert. Aber wie gesagt, im Winter nochmal eine viertelhalbe Umdrehung weiter rausdrehen. Das merkt ihr ja, wenn ihr an der Ampel steht und der Roller dann ständig ausgeht oder so, dann ruhig nochmal ein kleines bisschen weiter raus. Der Standgas sollte man auf 1000 bis maximal 1500 Umdrehungen drehen. Und zwar so, dass sich das Hinterrad gerade so anfängt zu drehen. Es fängt gerade an, so sich zu drehen. Da verändere ich jetzt nichts an meiner Standgasschraube. Und das Standgas, wie gesagt, stell dir hier an der Standgasschraube ein. Und das hier ist die CO-Schraube, an der wir gerade gedreht haben. Das wäre dann die Einstellung vom Vergaser. Ich habe immer ein Standgas von 2000 Umdrehungen. Da ist man auf der sicheren Seite und der Roller geht nicht ständig an der Ampel aus. Ich hoffe, ich konnte euch eure Fragen damit beantworten und ihr könnt in Zukunft euren Roller selbst einstellen.